Auweia. Zwei Tage vor dem Pokal-Achtelfinale gegen Freiburg zittert Werder um drei Schlüsselspieler. Kapitän Zlatko Junuzovic, 30, zwickt es in der linken Wade. Torjäger Max Kruse, 29, hat Adduktorenprobleme und Abräumer Philipp Bargfrede, 28, hat Schmerzen im Oberschenkel. Wird Bremens Top-Trio fit für den Pokal? Trainer Florian Kohfeldt, eine genaue Prognose kann ich nicht abgeben. Wir werden bis Mittwoch alles geben und um sie kämpfen. Drei Fragezeichen für Kohfeldt. Bild checkt die Einsatzchancen für den Pokal. Max Kruse. Seit Freitag hat der Angreifer Schmerzen, er fehlte im Heimspiel gegen Mainz. Kruse via Facebook, ich werde alles tun, um gegen Freiburg wieder dabei zu sein. Einsatzchance, 60%. Als Ersatz steht Ishak Belfodil, 25, bereit, der auch gegen Mainz für ihn stürmte. Zlatko Junuzovic. Vor 10 Tagen zog sich der Özi in Dortmund eine Wadenverletzung zu. Gegen Mainz war er nicht im Kader. Junuzovic verpasste in der Saison bereits 9 Pflichtspiele, Achillessehne, muskuläre Probleme, Wade. Einsatzchance, 40%. Florian Kainz, 25, wäre der logische Ersatz. Philipp Bargfrede. Nach 65 Minuten muss Stehe Bargfrede gegen Mainz vom Platz. Sein Ausfall wäre besonders bitter. Unter Kohfeldt wird der Sechser zum Alleskönner, Vorbereiter gegen Hannover, Innenverteidiger in Dortmund, Torschütze gegen Mainz. Kohfeldt, Bargi ist jemand, der unserem Spiel genau die Dominanz verleiht, die wir brauchen. Einsatzchancen, 60%. Fällt Bargfrede aus, würde Thomas Delaney, 26, auf die 6 rücken, Jerome Gondorf, 29, auf die 8. Sie sind bei FACE Book. Werden Sie Fan von Bild Werder?